Der dunkelste Fürst ist vielleicht besiegt, aber das Abenteuer ist noch nicht vorbei. Willkommen zurück zu Miitopia. Die Villa ist jetzt fertig gebaut. Die Villa ist ein luxuriöser Ort zum Entspannen. Sie bietet Platz für bis zu 90 deiner Gefährten. Oh, einige Teammitglieder möchten direkt dorthin. Ich zieh in die Villa. Ich auch. Und ich. Ich glaube, ich ziehe auch in die Villa. Na gut, ich dann aber auch. Hey, wo gehen alle hin? Jesus und vier andere sind in die Villa gezogen. Im Gasthaus sind jetzt Plätze frei geworden. Dadurch kannst du neue Teammitglieder anwerben. Oder du kannst alte Mitglieder aus der Villa zurückholen. Wähle hierfür im Gasthaus die Option Team bearbeiten. Nun viel Glück für deine weiteren Abenteuer. Alles klar. Und damit willkommen zurück. Wir können nun unser Team bearbeiten und vermutlich einfach so, wann wir wollen, neue Mies hinzufügen. Gasthaus Villa. Lass mal Villa sehen. Ja, da sind die 5. Bis zu 90 können in die Villa. Und im Gasthaus können bis zu 10. Man kann bis zu 100 Mies haben. Spielbar, ja. Neuer Freund. Oh, oh Gott, diese... Oh Gott, diese Mies. Okay, interessant. Man kann jetzt einfach, wenn man will, Mies erstellen. Alles klar. Ja, das werden wir bestimmt in nichts tun. Das kam jetzt aber so überraschend, dass ich für diese Folge noch nichts geplant habe. Deshalb lasse ich es noch erstmal. Ja, gut. Wenn ich es noch lasse, dann kann ich ja eigentlich auch die anderen aus der Villa wieder zurückholen. Ins Gasthaus. Kommt mal alle zurück, bitte. Ich möchte euch alle wieder haben. Jetzt muss ich das wieder einzeln machen. So, wir haben noch was zu tun. Es gibt ein paar neue Quests, habe ich gesehen. Ich denke, so schalten wir dann so richtig die Afterstory frei. Und ja. Hier in der Villa machen die auch Urlaub, wie ich sehe. Zumindest sieht das alles so aus wie Urlaub. Hier links diese Hula-Frau, auch lustig. Mit Mii im Gasthaus Plätze tauschen. Ah, oder verabschieden? Warum kann man das denn? Ja gut, wenn man Mies löschen will. Ja gut, kann ich verstehen, aber... Alter. Nein. Geht doch nicht machen. Na gut, irgendwo rein, passt schon, ja, ich verstehe euch bestimmt ganz gut und so, was weiß ich, perfekt. Oh, warte, ich sehe gerade, ihr seid schon Level 20 miteinander, dann kann ich eigentlich switchen, zum Beispiel so könnte ich machen, wie es mit euch beiden, noch gar nicht, das ist ja auch gut. Ja, wir beide kennen uns schon, Barney und ich auch schon, ihr beide noch nicht wirklich viel. Ich habe auch schon Level 20 mit ihr. Ja, komm, dann switch ich mit Igitt, I guess. Ja. Joa. Könnte man machen. Okay. Schauen wir mal, wie es in Miitopia nun weitergeht. Ja, und jetzt können wir einfach mich rauslassen. Ja, wenn ich nicht mitspielen will, muss ich nicht. Ja, machen wir das mal. Wäre vielleicht lustig, oder? Warte, spielt halt auch einen anderen Charakter? Wow, warum sind die alle in einer anderen Reihenfolge? Das ist so verwirrend, ohne Witz. Das ist richtig verwirrend. Gut, die am wenigsten gelevelten sollten auf jeden Fall ins Team. Das sind einige, tatsächlich. Moment, sagen wir mal, ich will als Sailor Moon spielen. Muss ich den Sailor Moon als erstes auswählen und dann so machen? So? Spiele ich dann als Sailor Moon? So eine kleine Insel, blop, 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 blop. Oh, wo seid ihr beide jetzt erschienen? Alles klar. Ayla Galapa oder Neolumina. Schauen wir doch erstmal am Wolkengang vorbei. Ja, tatsächlich, ich spiele jetzt Sailor Moon. Und nein, ich wollte nicht ins Wolken haben. Ich wollte eigentlich in... Nein, ach, das war da unten. Ich dachte, diese Wolken... Ach, Mann. Diese Wolken dachte ich, wäre diese Stadt, diese Queststadt. Nein, das hier ist es. Weit gereist. Das ist diese Queststadt. Ach, bisschen vergessen alles. Yay, ich spiele Sailor Moon. Krass. Jeden Tag kommen Leute in die Stadt vorbei. Ob einer gut ist oder böse, das sieht man ihm nicht an seiner Nasenspitze an. Viele kommen, ohne ein Ziel vor Augen zu haben. Die verschwinden dann meist auch schnell wieder. Du siehst aus, als würdest du gerne wirklich viele verschiedene Leute treffen. Da wäre
wäre es klug, wenn du öfter mal hier in der Stadt vorbeischaust. Da fällt mir ein. Kennst du die Medaillen, die zeigen, wie aktiv ein Reisender schon war? Du hast doch bestimmt auch ein paar, oder? Soll ich mal einen Blick auf deine Medaillen werfen? Okay. Du hast... Oh. What? Neu... Achso, das sind die Achievements. Das sind die Achievements. Ja gut, was bringen die? Schauen wir mal, wie viele du schon gesammelt hast. 37%. Ja, das hättest du doch eine Menge Arbeit vor dir. Du brauchst einfach mehr Erfahrung. Dann klappt's auch mit den Medaillen. Lass dich also bloß nicht entmutigen, ja? Okay, Toad. Hi, Isaac. Schwer. Grübelforscher Isaac. Also gut. Das könnte meine große Chance sein. Mit ein bisschen Hilfe kann ich es schaffen. Isaac, das war echt heldenhaft. Gibst du mir ein Autogramm? Das werden meine begeisterten Fans sagen. Aber bei aller berechtigten Euphorie werde ich mich ganz bescheiden geben. Huch, wie lange stehst du denn jetzt schon hier? Ich bin das Isaac, innerer Grübler und Forscher. Ich habe eine tolle Info nur für dich. Im Elfenreich gibt es einen See voller Lotus. In dem See treiben sich auch Unmengen seltener Monster herum. Es lohnt sich, diese zu besiegen. Dadurch kann man ganz außergewöhnliche Kräfte entwickeln. Wie würde es dir gefallen? Ja, okay. Gucken wir mal, was die anderen sagen. Das war jetzt Level 26, geht ja noch. 25, warum du bist? Singende Köchin Marley. Wow, was bist du denn für eine fesche Forelle? Du hast sowohl Style als auch Power. Es gibt da einen Ort, an dem ein fieses Monster sein Unwesen treibt. Ich würde ja gern was unternehmen, aber allein bin ich dem nicht gewachsen. So eine Superheldin wie du hat da sicher keine Bedenken, stimmt's? Okay. Aufgabe, Geschenk. Gourmet-Magierin Luna. Kennst du Kerb? Das Elfendorf ist ihre Heimat. Ich wäre gern enger mit ihr befreundet. Deshalb musst du das hier an dich nehmen. Warte, Kerb ist ein Mädchen oder verstehe ich da gerade irgendwas falsch? Es ist ein Geschenk für sie. Bitte gib es Kerb. Okay, mach ich. Vielen, vielen Dank. Ja, ist ja nur ein Geschenk geben. Oh, Level 29, das ist das letzte von... Mal wieder, wer soll's sonst sein? Soldo. Es reicht endgültig. Jeden Tag nur Salat, 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 Salat. Ich kann einfach kein Blatt mehr vor dem Mund nehmen. Wenigstens einmal im Jahr werde ich davon auch mal Kuchen essen dürfen. Oh, du bist es. Du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Ist dir der Flachlandhügel ein Begriff? Da soll es nämlich total leckere Desserts geben. Und genau da gehen wir jetzt hin. Du und ich, wer sonst? Nö. Ja, kannst du heulen. Ess deinen Salat auf. Und auch wieder Level 26. Disco-Popstar Anka. Hallo, ich heiße Anka und ich liebe es zu tanzen. Neulich dachte ich, wie sieht der Himmelsturm eigentlich heutzutage aus? Also schaute ich dort vorbei und es spielte eine unglaubliche Kreatur. Diese Kreatur sprang so wild und ungebändigt umher. Es war ein Tanz, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Ich würde mir diesen Monstertanz gerne nochmal ansehen. Aber wenn ich ganz allein gehe, werde ich bestimmt aufgefressen. Würdest du mich daher begleiten als Beschützerin? Ja, vielleicht. Und dann haben wir hier noch... Kampfsportkatze Batman. Also Batman hat irgendwie in letzter Zeit eine Identity Crisis, kann das sein? Hallo, ich heiße Batman und liefere Sachen aus Miau. Ich habe hier eine Lieferung für Guy Manuel. Das Schloss anfangs ist ein Wohnort. Allerdings habe ich gerade überhaupt keine Zeit dafür. Es ist nämlich eine ganz dringende Aufgabe reingekommen. Miau. Könntest du diese Lieferung für mich übernehmen? Ja, kann ich gleich machen. Aber Batman, man sollte dir wirklich helfen. Aber wirklich. Irgendwie ist das komisch, jetzt mit Sailor Moon rumzulaufen. Mit Bunny. Ah, hier sind wieder all unsere Dorfbewohner. Fröhlich und zufrieden. Auch der mit dem Ficken. Naja, lass mal's. Kerb! Alles wieder wie früher. Eigentlich ist es ja gut so. Aber jetzt ignorieren mich die Leute fast noch mehr als vorher. Was bilden die sich ein? Ja, beruhigt, ich habe ein Geschenk. Das ist von Luna. Bunny überreicht Kirp das Paket. Kristallkugel. Oh! Kirp ist begeistert. Das Geschenk hat echte
Begeisterung ausgelöst, jetzt aber schnell zurück nach weit gereist. Okay. Ja, das ist doch nice, oder? Nee, okay, der gleiche Text. Alles klar. Na gut. Ja, Soldo ist weg. Macht doch Sinn. Alles klar. Blop, 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 blop. Nein! Ich hab doch schon mein Quick-Ding. Und dann nehme ich's nicht mal. Komm. Zack. Das wird eine komische Folge heute. Weil ich überhaupt nicht weiß, wie ich hier anfangen soll mit der Afterstory. Wir lernen das erstmal heute kennen, würde ich sagen. Hallo, da bist du ja wieder. Und wie ist es gelaufen? Was? Es hat dir wirklich gefallen? Hey, ich bin gut, oder? Jetzt werden Körper nicht sicher, Freunde. Und das verdanke ich dir. Hier, das ist für dich. Nice. Guck, ich würde mal sagen, wir werden jede Folge einen anderen Charakter spielen, weil es lustig, denke ich. So, helfen wir mal kurz Batman. Und für Guy Manuel etwas austragen. Jo, klar, warum nicht? So. Der wohnt ja direkt hier am Anfang. Direkt im Schloss. Direkt hier. Ne, hier vorne war noch nicht. Hier waren nur die beiden. Richtig. Da bist du. Ganz schön anstrengend, meine Arbeit. Man muss immer in Form bleiben. Sonst gibt es ganz schnell Rückenschmerzen. Das ist von Batman. Batman und Guy Manuel sind befreundet? Wahrscheinlich wegen den Stimmen. Oh, ein silberner Löffel, er freut sich. Juhu. Viel Spaß mit dem Löffel, was auch immer du vorhast. Naja, denken wir nicht lange drüber nach. Hi Sans, hi Papyrus. So, hier zurück. Dum, dum, dum. Machen wir schon mal die einfachsten. Ich würde sagen, wir machen das immer. Immer die einfachsten Quests zuerst und die schwersten dann zuletzt. Wie ist es bei Guy Manuel gelaufen? Es hat ihm also gefallen, Miau. Die anderen Aufgaben konnte ich dank deiner Hilfe auch erledigen. Ich bin dir unendlich dankbar. Hier eine Belohnung für dich. Ich bin Batman. Danke, Batman. Ich hoffe, wir können dir mal helfen mit deiner Identität und so. Ja. Gut, wir haben hier 1, 2, 3, 4 Quests. Ja, wir hatten mal 6. Das hat länger gedauert, als ich gedacht habe. Deshalb 4, denke ich, sind nicht so lange. Wir fangen mal mit Marley an. So. Wo geht's lang? Isla Galapa ist der erste neue Ort, in dem wir hingehen werden. What? Wähle Teammitglieder für deine Reise. Was? LOL. Okay. So, I guess. Ihr 4 kommt mal mit. Auch wenn die ein bisschen andere Levels sind, aber ich darf jetzt steuern, oder nicht? Na egal. Oh, ich hätte mich selbst vielleicht noch mitnehmen müssen. Damit wir stärker sind, keine Ahnung. Fabulous, ich bin mir sicher, dass wir das fichte Sandblatt machen. Na, wir werden sehen. Ich hoffe, das war keine dumme Entscheidung, was ich gemacht habe. Aber ich kann euch jetzt schon übrigens sagen, ich werde alles in diesem Spiel machen. 100%, wie auch immer. Aber ich werde nicht alle Medaillen sammeln. Also nicht alle Achievements. Darauf habe ich wirklich keinen Bock. Also es ist schon schlimm genug, dass ich jedes Level, jede Richtung gehe. Aber alle Medaillen sammeln? So habe ich mich auch wieder nicht. Ja, doch irgendwie schon, aber ich mach's nicht. Nein, ich mach's nicht. Respekt für die Leute, die das machen. Wähle ein Mi für die Inselforscherin. Inselforscherin Lara. Bereist leidenschaftlich Mitopia, um neue Länder zu entdecken. Alles klar. Coole Insel. Und wen haben wir denn hier? Hoppla! Ich wusste gar nicht, dass es Eingeborene auf der Isla Galapa gibt. Und ich habe das entdeckt. Das wird in der Akademie hohe Wogen schlagen. Nicht ganz. Was? Moment, du bist eine Reisende? Oh, ich dachte, ich wäre auf einen unbekannten Stamm gestoßen. Sei's drum. Undyne, die Inselforscherin, stellt zu Diensten. Inselforscherin Undyne. Ja, Undyne hatte ich noch nicht in dem Let's Play gehabt. Sonst habe ich, glaube ich, fast alle Undertale-Charakter. Ich versuche vieles
zu balancen von den Charakteren her, aber ich glaube, ich habe ein bisschen viel Undertale drin. Naja, machen wir einfach weiter mit Undertale. Da gibt es noch ein paar Charakter, die man machen kann. Ja, es gibt sowieso noch ein paar Cameos später noch. Ich habe diesen ganzen Ort gerade erst entdeckt. Und sorry, falls meine Undyne-Stimme gerade ein bisschen off ist. Ja. Allgemein, manche Stimmen von manchen Charakteren sind bei mir gerade ziemlich off. Es gibt viel zu untersuchen, weshalb ich damit auch umgehend begonnen habe. Aha. Aber ein paar lästige Monster beeinträchtigen ständig meine Fortschritte. Das sind auch keine ganz banalen Standardmonster. Sie sind extrem stark, fast noch stärker als lästig. Falls du sie auch erforschen willst, wird das Ganze sicher kein Zucker schlecken. Also sei bitte ganz vorsichtig. Punk. Alles klar. Blub. Cut. Ja. Da war einer dann auch nochmal im Display. So, let's go. Machen wir weiter. Isla Galapa. Ja, es ist halt eine Insel. Was soll ich dazu sagen? Ich weiß, meine andere Stimme war jetzt nicht so die beste. Aber naja. Manche Stimmen von manchen Charakteren haben mich so sehr gepasst im Display. Passiert. Sieh mal, Bunny. Die Meeresoberfläche glitzert und funkelt. Wie schön ist das Licht der Sonne darin spiegelt. Das Meer ist so groß. Und unser Weg führt direkt hindurch. Tatsächlich, dann mal weiter. Tippie. Eine höher als die andere. Es wirkt wie ein entspannter Ort. Doch, es verstecken sich böse Kugelquappen, die einen umbringen wollen. Ja. Also, Afterstory wird so aussehen anscheinend, dass wir Quests machen. Und in den Quests die zwei neuen Orte kennenlernen und vielleicht dann noch einen finalen Ort oder so erreichen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nichts über die Afterstory. Wir werden sehen. Irgendwann, da fehlt doch. Hatten wir nicht Benny im Team oder so? Da sind nur drei Leute. Ah doch, da ist Danny. Ja, okay, der hat seine Attacke eingesetzt. Okay, gut. Oh, Level Up für Bunny. Nice. Und Bonuserfahrung. Oh, ganz viel. Nimm du's. Bist du auch schon nah dran am Level Up. Kann ich jetzt eigentlich mein Team wieder ändern, wenn wir jetzt an ein Gasthaus ankommen? Oder sagt er dann, nö. Blauer Exo. Okay. Na gut, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, das meiste ist eigentlich schon gesagt. Aber, wie wir gesehen haben, es werden noch ein paar Mies kommen. Hier in der Afterstory, die ich noch auswählen muss. Ich hoffe, euch haben die Mies gefallen. Ich hoffe, ihr fand die lustig und auch passend im Main Let's Play. Und jetzt hier in der Afterstory natürlich auch. Level Up für Miku. Ich habe auch geplant, dass ich ein vielleicht so ein Bonus-Video machen, nachdem das Let's Play vorbei ist, wo ich halt so basically die ganze Story von meinem Miitopia-Let's Play erkläre und auch die ganzen Characters erkläre, warum die hier sind, wie sie hergekommen sind. Oh. Armer Jesus. Nein, tu's nicht! Tu's nicht! Nein! Na gut. Das war gut! Oh, was? Okay, Lücken dahinter oder so, I guess. Was? Okay. Weiß nicht, ich fände das jetzt nicht so toll, wenn man Nadel in den Hintern bekommt, aber gut, jeder ist da anders, I guess. Du hast Isla Galapa im westlichen Teil Miitopias besucht. Miitopias. Sass. Ba-ba-bam, wow. Ba-ba-da-bam, wow. Toll. Okay, was geht bei euch ab hier? Schon am Trainieren? Mhm. Wir wollen noch alle schön auf Level 20 machen. Und dann nochmal gucken, ob wir noch ein paar Mies auf Level 30 kriegen, aber mal schauen. Wir haben ja noch richtig viele Tickets und alles, also
Ich will auf jeden Fall für die letzten Folgen noch ganz viel leveln. Ich glaube, das muss ich sogar. Also mir wurde halt gesagt, dass die Abschlussarena gar nicht so einfach ist. Vor allem später drin. Ja. Da werden wir bestimmt noch ganz viel leveln müssen. Vor allem auch offscreen. Vielleicht auch in einem Livestream. Das ist ja da nicht off, sondern im grelle Rüstung. Die sieht aber ganz nett aus. Schauen wir uns die mal an. Ja, ne. Da wisst ihr was. Maike hat ein neues Outfit nötig. Warum nicht? Sie braucht ein neues Outfit. Hat schon lange nur dieses eine gehabt. Und das andere habe ich mich dann doch geweigert zu nehmen. Reißverschlussrobe, alles klar. Du willst eine Superheldenuniform, okay. Hier hast du sie. Wirst du nicht anziehen? Du Superheld, du. Das ist vor allem so ein Pink, ey. Also. Nee, komm. Nur Werte nutzen. Genau. Ja. Futtern wir noch schnell. Dann können wir uns noch ein Level anschauen. Aus dieser Afterstory. Ich finde das so nervig, dass die Reihenfolge jetzt anders ist von den Characters. Ja, Geburtstag, Miku. Yay. Hier, noch ein Kuchen. Yay. Ihr kannst nicht mehr essen. Du kannst Babynahrung essen. Yay. Das ist so satt, Nacht. Babynahrung? Das macht satt? Okay. Alrighty then. Hier du. Du hast es noch nicht probiert. Oh, die schmeckt sogar sehr. Gut zu wissen. Okay. Mia, Danny und Freddy. Wie viel habe ich von denen? Oh, 18. Ja gut. Dann kann ich die jetzt spammen. Wie oft kann ich die benutzen pro Charakter? 4-mal. Na dann. So. Sobald ich übrigens das Essen durchgekaut habe, alles was ich besitze, werde ich mit den Tickets weitermachen. Aber das kann noch ein bisschen dauern. Aber auf jeden Fall, dass du Bescheid wisst. Wir haben noch ein bisschen Cleanup to do in diesem Spiel. Aber man kann sagen, dass jetzt die Afterstory hier, die kann man auch durchskippen. So, kann ich verstehen, wenn man das macht, weil... Na, man möchte nur neuen Stuff sehen, man möchte nicht nochmal weiter Miitopia ganz normal wie immer sehen. Kann ich schon verstehen. Also das nehme ich euch nicht übel, wenn ihr hier durchskippen würdet. Oder wollt, oder was auch immer. Und doch, ich kann meinen Charakter hier noch ändern. Das ist gut. Ja, ist halt gut. Kann ich mal... Komm, ich spiele mal Jesus. Ich kann Jesus spielen, Leute. Was ein krasses Spiel. Jetzt abonnieren für mehr Jesus-Action-Content. Okay. What, wait, what? Okay. Entweder es geht hier rechts rein, diesen Riesen... Pilz oder was auch immer das ist? Dieses Gebiet dort. Wir können auf eine Insel. Oder zur Truhe. Natürlich gehen wir zur Truhe. In der nächsten Folge werden wir sehen, was diese Ayla auf uns, vor uns doch verbirgt. Was sie noch zu bieten hat. Sowas halt. Hey. Jesus, das geht aber gar nicht. Die arme Maike. Tolle Hintergrundmusik. Schon. Fühle ich schon ein bisschen, ja. Ja, komm, siehste, wie nett doch Maike ist. Obwohl Jesus Maike den Dreck geschubst hat, hilft Maike Jesus trotzdem noch. Wie nett. Okay, die Gegner ändern sich irgendwie nicht. Wahrscheinlich nur in diesem kleinen Gebiet hier. Ja. Inakzeptabel! Du musst dich voll schnell beenden! Zu lang! Ja, ja, dann muss aber auch schon alle treffen, ne? Aber gut, ich bin noch mal überlegen, ob wir vielleicht für die Afterstory die Folgen länger machen. Würden wir mehr in der Folge hinkriegen? Vielleicht mache ich das jetzt sogar. Ne, jetzt die erste Folge noch nicht. Vielleicht irgendwann später. Aber jetzt diese Folge und wahrscheinlich die nächsten noch nicht, aber... Womöglich... Ende. Also gegen Ende hin. Der Afterstory. Könnte ich die Folgen noch viel länger machen. Ja. In dieser Folge habt ihr schon gesehen, was auf einen zukommt. Eine Insel. Also ein ganzes Gebiet mit einer Insel.
ein ganz Gebiet mit einer Stadt, schätze ich mal. Da leben wohl die ganzen anderen Mies. Werden wir bestimmt noch lustige Sachen sehen. Und ja, vielleicht kommen da noch mehr Überraschungen auf uns zu. Wer weiß. Das und vieles mehr jetzt in Miitopia. Jetzt für nur 50 Euro auf Nintendo Switch. Ja, die Werbung. Obwohl ich kein Geld dafür bekomme. Schleichwerbung. Oh mein Gott, Leute. Let's Plays und Schleichwerbungen. Oh mein Gott, habt ihr schon drüber nachgedacht? Damn. Das war so deep. Ich muss jetzt die Folge beenden. Denkt mal drüber nach.